Paschali laudes, emole Christiani. Agnus redemptor vis, Christus innocens patri. Heute habe ich für euch ein paar Zitate aus der Enzyklika Mystici Corporis Christi von Pius XII. Denn ich finde, sie ist aktueller denn je. Die heutige Krise resultiert größtenteils aus dem falschen Verständnis der Kirche und deswegen sollten wir uns die katholische Lehre über das Wesen der Kirche besonders vor Augen führen. Zuerst begründet Papst Pius XII., warum er diese Enzyklika schreibt. Eins der Gründe, die er eben nennt, ist heute besonders zutreffend, wie gesagt. Wir wissen auch, dass die Kirche Gottes verachtet und hochmütig und feindselig geschmäht wird. Nicht nur von solchen, die das Licht der christlichen Weisheit ablehnen und einer erbärmlichen Rückkehr zu den Lehren, Sitten und Einrichtungen einer heidnischen Vorzeit das Wort reden. Sie begegnet vielfach Verkennung, Gleichgültigkeit und selbst einen gewissen Überdruss und Abscheu auch bei vielen Christen, die sich durch den blendenden Schein des Irrtums bestricken oder von den Verlockungen und Verführungen der Welt umgarnen lassen. Wir haben daher allen Grund, ehrwürdige Brüder, aus Gewissenspflicht und um den Wünschen vieler zu willfahren, die Schönheit, Erhabenheit und Herrlichkeit unserer Mutter der Kirche, der wir nächst Gott alles verdanken, allen vor Augen zu stellen und sie zu preisen. Es ist zu hoffen, dass diese unsere Weisungen und Mahnungen in den gegenwärtigen Zeitverhältnissen bei den Christgläubigen reiche Früchte bringen. Der Hauptgrund aber, weswegen wir jetzt diese erhabene Lehre einigermaßen ausführlich behandeln wollen, ist unsere Hirtensorge. Wohl ist vieles hierüber veröffentlicht worden, und es ist uns nicht unbekannt, dass heute nicht wenige mit Eifer und Hingabe sich mit diesen Gedanken beschäftigen, der auch die christliche Frömmigkeit so sehr anzieht und fördert. Dies ist, wie es scheint, vorab darauf zurückzuführen, dass ein erneutes Verständnis für die heilige Liturgie, die sich durchsetzende häufigere Empfang des eucharistischen Mahles und schließlich die heute so erfreuliche innere Verehrung des heiligsten Herzens Jesu, viele zu einer tieferen Betrachtung der unerforschlichen Reichtümer Christi geführt haben, die in der Kirche hinterlegt sind. Gut, man muss bedenken, dass Papst Pius XII. Schreibt das im Jahr 1943. Heutzutage, also diese positiven Aspekte, die er hier nennt, findet man heute wohl kaum. Aber ansonsten ist die Situation momentan relativ ähnlich, könnte man sagen. Dazu kommt, dass die neuerlichen Veröffentlichungen über die katholische Aktion, die ja die Bande zwischen den Christen untereinander und mit der kirchlichen Hierarchie, besonders mit dem Bischof von Rom, immer enger knüpfen, zweifellos nicht wenig beitrugen, um die Frage gebührend zu beleuchten. Dürfen wir uns jedoch über diese Tatsachen auch mit gutem Grunde freuen, so sind trotzdem nicht nur bei den von der wahren Kirche getrennten schwere Irrtümer über diese Lehre verbreitet, sondern es zeigen sich unleugbar auch bei den Christgläubigen wenige richtige oder gar verfehlte Ansichten, die vom rechten Wege der Wahrheit abziehen können. Während nämlich auf der einen Seite noch immer ein falscher Rationalismus alles, was menschliche Geisteskraft übersteigt und hinter sich lässt, wie sinnlos betrachtet, während ein diesem verwandter Irrtum, ein flacher Naturalismus in der Kirche Christi nichts anderes sieht noch sehen will, als ein rein rechtliches und gesellschaftliches Band, wie aktuell für heute, schleicht sich auf der anderen Seite ein falscher Mystizismus ein, der die unverrückbaren Grenzen zwischen Geschöpf und Schöpfer zu beseitigen sucht und die Heilige Schrift missdeutet. Und dann spricht der Papst in erster Linie über Christus als Haupt der Kirche, erklärt, warum das so zu sehen ist, warum die Kirche als das mystische Leib Christi betrachtet wird. So hat denn Christus durch seinen Tod am Kreuze nicht bloß der verletzten Gerechtigkeit des ewigen Vaters Genüge getan,
sondern er hat uns als seinen Brüdern zugleich eine unaussprechliche Fülle von Gnaden verdient. Diese hätte er selbst unmittelbar dem gesamten Menschengeschlecht zuteilen können. Er wollte es aber tun durch die sichtbare Kirche, zu der die Menschen sich vereinigen sollten, damit so bei der Verteilung der göttlichen Erlösungsfrüchte alle ihm gewissermaßen Helferdienste leisten können. Wie nämlich das Wort Gottes unsere Natur gebrauchen wollte, um durch seine Schmerzen und Peinen die Menschen zu erlösen, so gebrauchte ähnlicherweise im Laufe der Jahrhunderte die Kirche, um dem begonnenen Werk Dauer zu verleihen. Bei einer Wesenserklärung dieser wahren Kirche Christi, welche die heilige katholische apostolische römische Kirche ist, kann nichts Vornehmeres und Vorzüglicheres, nichts Göttlicheres gefunden werden als jener Ausdruck, womit sie als der mystische Leib Jesu Christi bezeichnet wird. Dieser Name ergibt sich und erblüht gleichsam aus dem, was in der Heiligen Schrift und in den Schriften der Heiligen Väter häufig darüber vorgebracht wird. Die Kirche ist ein Leib. Wenn aber die Kirche ein Leib ist, so muss sie etwas Einziges und Unteilbares sein nach dem Worte des heiligen Paulus. Viele zwar bilden wir doch nur einen Leib in Christus. Doch nicht bloß etwas Einziges und Unteilbares muss es sein, sondern auch etwas Greifbares und Sichtbares, wie unsere Vorgänger, seliges Angedenken Leo der 13. in seinem Rundschreiben Satis Cognitum feststellt. Deshalb, weil sie ein Leib ist, wird die Kirche mit den Augen wahrgenommen. Infolgedessen weicht von der göttlichen Wahrheit ab, wer die Kirche so darstellt, als ob sie weder erfasst noch gesehen werden könnte, als ob sie, wie man behauptet, nur etwas Pneumatisches wäre, wodurch viele christliche Gemeinschaften, obgleich voneinander im Glauben getrennt, doch durch ein unsichtbares Band untereinander vereint wären. Hier verurteilt Papst Pius XII. Ganz eindeutig diesen Fehler, der einerseits für die protestantischen Gemeinschaften eigen ist, dass die Kirche Christi eigentlich eben etwas rein Geistiges ist und die einzelnen Gemeinschaften, nach deren Verständnis inklusive die katholische Kirche, einfach nur irgendwie ein Teil von dieser geistigen, rein geistigen Realität sind. Andererseits muss man diese Feststellungen von Papst Pius XII. Immer vor Augen haben, wenn man heutzutage vielleicht aus etwas falsch verstandenen Traditionsliebe in Richtung vom Sedevakantismus abrücken würde. Wie außerdem in der Natur ein Leib nicht aus einer beliebigen Zusammensetzung von Gliedern entsteht, sondern mit Organen ausgestattet sein muss, das heißt mit Gliedern, die verschiedene Aufgaben haben und die in geeigneter Ordnung zusammengesetzt sind, so muss die Kirche hauptsächlich deshalb ein Leib genannt werden, weil sie aus einer organischen Verbindung von Teilen erwächst und mit verschiedenen aufeinander abgestimmten Gliedern versehen ist. Also die Kirche, nachdem sie ein Leib ist, hat auch eine bestimmte Struktur, die von Gott vorgesehen ist. Ich springe jetzt ein bisschen weiter, um noch bei dem Thema der sichtbaren Kirche und der Struktur der Kirche zu bleiben. Man darf aber nicht glauben, er, Jesus, leite sie, die Kirche, nur auf unsichtbare oder außerordentliche Weise. Unser göttlicher Erlöser übt auch eine sichtbare, ordentliche Leitung über seinen mystischen Leib aus, durch seinen Stellvertreter auf Erden. Ihr wisst ja, ehrwürdige Brüder, dass Christus, unser Herr, während seiner irdischen Pilgerfahrt die kleine Herde zwar persönlich und auf wahrnehmbare Weise regiert hat, als er aber die Welt dann verlassen und zum Vater zurückkehren wollte, hat er die sichtbare Leitung der ganzen von ihm gegründeten Gesellschaft der Apostelfürsten übertragen. In seiner Weisheit konnte er ja den von ihm geschaffenen gesellschaftlichen Leib der Kirche keineswegs ohne sichtbares Haupt lassen.
Man kann auch nicht, um diese Wahrheit in Abrede zu stellen, behaupten, durch den in der Kirche aufgestellten Rechtsprimat sei dieser mystische Leib mit einem doppelten Haupte versehen. Denn Petrus ist Kraft des Primates nur der Stellvertreter Christi, und daher gibt es nur ein einziges Haupt dieses Leibes, nämlich Christus. Er hört zwar nicht auf, die Kirche auf geheimnisvolle Weise in eigener Person zu regieren, auf sichtbare Weise jedoch leitet er sie durch den, der auf Erden seine Stelle vertritt. Bereits nach seiner glorreichen Himmelfahrt war die Kirche nicht nur auf ihm selbst, sondern auch auf Petrus als dem sichtbaren Grundstein erbaut. Dass Christus und sein Stellvertreter auf Erden nur ein einziges Haupt ausmacht, hat Bonifaz der VIII., unser Vorgänger unvergesslichen Andenkens, durch das apostolische Schreiben und an Sanctam feierlich erklärt. In einem gefährlichen Irrtum befinden sich also jene, die meinen, sie könnten Christus als Haupt der Kirche verehren, ohne seinem Stellvertreter auf Erden die Treue zu wahren. Denn wer das sichtbare Haupt außer Acht lässt und die sichtbaren Bande der Einheit zerreißt, der entstellt den mystischen Leib des Erlösers zu solcher Unkenntlichkeit, dass er von denen nicht mehr gesehen noch gefunden werden kann, die den sicheren Port des ewigen Heiles suchen. Und etwas früher klärt auch der Papst die Sache der Zugehörigkeit zur Kirche. Auch ein Thema, das heute immer wieder auftaucht. Den Glieder der Kirche aber sind in Wahrheit nur jene zuzuzählen, die das Bad der Wiedergeburt empfingen, sich zum wahren Glauben bekennen und sich weder selbst zu ihren Unsegen vom Zusammenhang des Leibes getrennt haben, noch wegen schwerer Verstöße durch die rechtmäßige kirchliche Obrigkeit davon ausgeschlossen worden sind. Denn, so sagt der Apostel, durch einen Geist wurden wir alle zu einem Leibe getauft, ob Juden oder Heiden, ob Sklaven oder Freie. Wie es also in der wahren Gemeinschaft der Christgläubigen nur ein Leib gibt, nur einen Geist, einen Herrn und eine Taufe, so kann es auch nur einen Glauben in ihr geben. Und deshalb ist, wer die Kirche zu hören sich weigert, nach dem Gebot des Herrn als Heide und öffentliche Sünde zu betrachten. Aus diesem Grunde können die, welche im Glauben oder in der Leitung voneinander getrennt sind, nicht in diesem einen Leib und aus einem göttlichen Geiste leben. Es wäre aber auch falsch zu glauben, dass der Leib der Kirche deshalb, weil er den Namen Christi trägt, schon hienieden zur Zeit seiner irdischen Pilgerschaft nur aus heiligmäßigen Gliedern oder nur aus der Schar deren bestehe, die von Gott zur ewigen Seligkeit vorherbestimmt sind. In seiner unendlichen Barmherzigkeit versagt nämlich unser Heiland in seinem mystischen Leib auch denen den Platz nicht, welchen er ihn einst beim Gastmahl nicht versagte. Denn nicht jede Schuld, mag sie auch ein schweres Vergehen sein, ist der Gestalt, dass sie, wie dies die Folge der Glaubensspaltung, des Irrglaubens und des Abfalls vom Glauben ist, ihre naturgemäß den Menschen vom Leib der Kirche trennt. Auch gehen die nicht allen übernatürlichen Lebens verlustig, die zwar durch ihre Sünde die liebe und heiligmachende Gnade verloren haben und deswegen unfähig geworden sind zu übernatürlichem Verdienst, die aber den Glauben und die christliche Hoffnung bewahren und durch himmlisches Licht erleuchtet, durch die Einsprechungen und innere Antriebe des Heiligen Geistes zur heilsamen Furcht gebracht und zum Gebet und zur Reue über ihren Fall angespornt werden. So möge denn jeder vor der Sünde zurückschrecken, dadurch sie, die mystischen Glieder des Erlösers, befleckt werden. Wer aber das Unglück gehabt hat zu sündigen, ohne sich durch Verstocktheit der Gemeinschaft der Christgläubigen unwürdig gemacht zu haben, dem soll man mit größtem Wohlwollen begegnen und in ihm in echter Liebe nichts anderes sehen als ein krankes Glied Jesu Christi. Es ist nämlich besser, wie der Bischof von Hippo bemerkt, im Lebenszusammenhang mit der Kirche geheilt, als im Aus,
als aus ihrem Körper als unheilbares Glied ausgeschnitten zu werden. Denn was noch mit dem Leibe zusammenhängt, an dessen Heilung braucht man nicht zu verzweifeln. Was aber abgeschnitten ist, kann nicht mehr gepflegt und geheilt werden. Du bist wie